Okay, ab geht's. Muss man ein 3D-Spiel antun? Dann machen wir mal. Nee, ich will jetzt nicht zu viel Versprechung irgendwie machen. Wir sind auch Zweiter, ne? So. Aufstell von Nürnberg, Martini im Tor, Sorg in der Endverteidigung. Okay, das ist eigentlich Rechtsverteidiger, dachte ich. Ja, jetzt ist ja mal klar, das ist heute ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Das ist ein Kommentator. Und, für die Fans beider Teams steht eine Menge auf dem Spiel und wer will sich da schon eine Niederlage erlauben? Ja, schöner langer Ball. Gut gemacht. Ich glaube, der war knapp im Abseits. Ja. Verteidiger war auch noch da. Ärgerlich. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich Abseits? Ja. Und so soll das aussehen. Sehr gut. Oh, das sieht gut aus. Klasse Kombination. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Nutzt er die Chance? Ja, der ist noch heiß. Ein Eigentor, unglaublich. So, hier kommt die Situation, die zu dem Eigentor geführt hat, nochmal in der Wiederholung. Eigentor, ja, das passiert selbst dem Besten. Trotzdem, in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ich hab schon gedacht, ne? Das Eigentor war das und jetzt liegt sie hier. Jetzt ist der Schuss so komisch, als er den hält. Da fliegt man so nach hinten. Wenn er den annimmt, dann geht er raus. Ich hab's mir schon gedacht, dass das passiert. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. So haben sie das im Training geübt. Wenn ich aber nach vorne super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Jetzt stehen alle im Abseits, die ganze Zeit, was ist denn los? Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben, das ist unglaublich. Jetzt ab geht's nach vorne. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, für die Abwehr könnte es Probleme geben, wenn er jetzt flankt. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ach, haben Sie schon wieder mal Glück gehabt nach diesem dummen Foul an der Strafraumgrenze. Nur Freistoß in dieser Situation. Komm. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. So, okay. Das war nicht einfach. Auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Mann. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff und jetzt stand er auch noch im Abseits. Drei. So. Jetzt wieder zurufen. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und genau.
genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Super gemacht. Das sind so schlechte Bälle einfach. Und er ist drin und glauben Sie mir, man versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Also wenn Sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen Sie schon sehr optimistisch sein. Gute Aktion. Wir müssen einfach aus dem Abseits rausgehen, die Vollidioten. Jetzt mal ganz im Ernst. Was ist das für eine Kacke? Ein langes Zuspiel hier. Klasse. Nach außen. Also, ich denke, die Hälfte der Mannschaft im Abseits. Oh, da war aber auch ein bisschen Pech mit dem Spiel. Dass sowas nicht reingeht, ne? Ich verstehe es nicht. Schnell nach vorne und geht bloß aus dem Abseits. Klasse Pass. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, bloß weg damit. Oh, schicken. Das war man. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Das ist auch schon so ein Zweikampfverhalten. Ja, was war denn das? Jetzt müsste er eigentlich flanken. Dann Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Also die sind heute richtig gut drauf, das muss man wirklich sagen. Wie so scheiße wie immer, ey. Warum sind wir da hinten so wenig? Und was für eine Parade! Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Fühlt sich wieder komplett in der Unterzahl. Das ergibt doch alles. So ein unglaublicher Reflex vom Keeper. Und vor allem, was soll das denn die ganze Zeit, du blöder Vollidiot? Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und ja, die Flanke war einfach nicht scharf genug gezogen. Überhaupt kein Problem. Die ersten 45 Minuten sind vorüber. Spielstand 2:0. Ja, Tom, also ich glaube, das ist ja ein klares Ergebnis zur Pause. Wenn sie so weiterspielen, dann wird gar nichts mehr anbrennen im zweiten Durchgang. Ja, zum Kotzen, ehrlich. Die ganze Mannschaft geht mir auf den Sack zur Zeit. Ich verstehe es nicht, wieso sind wir zu 6, ich bin 6 gegen 4 in der eigenen Verteidigung, sind wir immer komplett in Unterzahl. So, keine Ahnung, was ich hier mache. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da.
Auf geht's. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Er findet den freien Mann. So, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Oh Gott, ey. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Ich hab schon das Gefühl, es soll besser werden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, da hat er eine mögliche Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Deswegen gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Ja, er köpft nach vorne. Gut gemacht vom Keeper. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, und jetzt lassen Sie die Abwehrspieler... Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Jetzt sehe ich aber das erstmal, was da eigentlich immer steht im Textmodus, was ich da immer lese. Kein Wunder, wenn Sie jetzt mal so schießen, dann wird doch wieder nichts. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Und daraus könnte was werden. Behrendt. Ach, kein Wunder. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Fuck. Aber liegt das einfach an meinen Laufwegen, die ich da kreiert habe? Kann das sein? Dass man es immer so einfach kommt. Ja, klasse. Kann? Direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Das ist ja echt grausig. Die kommen immer wieder rechtzeitig zurück. Da rennen wir alle mit nach vorne quasi. Da rennen wir immer hinterher. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, auf den Mann ist Verlass. Das ist noch in der zweiten Halbzeit. Ja, eine weitere Auswechslung. Kommt da jetzt rein? Des Trainers, seine Zuku? Zweite heute. Ja, wie sieht Zuku denn aus? Oh, das sieht gut aus. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Hoffentlich kommt er an. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Gute Kopfballtechnik. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Okay, jetzt sind wir, ich sage quasi der Einzige. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Hat nur noch den Torwart vor Augen. Das ist irgendwie komisch. Ja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Suko, so ein Scheiß bringt nichts. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, das war ein klasse Kopfball. Lang nach vorne oder was? Gut, ja. Taktisch gesehen echt scheiße. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Oh, ja, ja. Ja, das war eine Abseitsposition, Abseits. Aber trotzdem so frei, sonst darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie.
da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Gute Abwehrleistung. Lassen. Den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Stelltaktik-Gedöns mal auf den Kopf. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Können, jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf. Und die Konsequenz natürlich gelb. Oh, 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 das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon bedanken, dass er nur gelb sieht. Aber viel zu leicht. Zu der größte Scheiß. Ehrlich, ey. Ja, ich kann von meinem Kommentator das auch sehen, der Zuschauer, dass das ich da also, neben Pass, der Seitenlinie warm machen. Ball, der eh nicht ankommt, passt der eh nicht ankommt. Es wird eine Auswechslung geben. So, der Ball ist aus. Das gibt nur einen Wurf. Jetzt müsste er flanken. Anspielstationen sind da. Ja, da steckt er die Flanke genau auf den Verteidiger. Oh Gott. Das wäre jetzt der zweite Eigentor. Und es wird signalisiert da unten. 4 Minuten müssen nachgespielt werden. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Ja, aber mit dem Eckball kann er den Torhüter nun beim besten Willen nicht in Verlegenheit bringen. Klasse Aktion. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Wer solche Bälle spielt, der braucht keinen Gegner, ehrlich. So, durchatmen. Der Ball ist erstmal im Aus. Flanke, Mann. Oh. So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. Das ist so eine lächerliche Niederlage wieder. Ja, wir waren in der zweiten Halbzeit besser, muss ich schon sagen. Wertung auf alles Scheiße irgendwie. Es geht echt nur bergab und das legt mich total auf. Erste 7 Niederlagen. Es fing so gut an, ey, deswegen regt mich das so auf. Es regt mich einfach so auf. Kommt nichts mehr, wir kriegen noch Gegentore, unnötige Gegentore. Also es ist einfach nur Kacke alles. Es dauert auch nicht mal lange, bis ich weg bin, ey. Ich wäre ja besser so, ganz im Ernst, ey. Kotz mich an. So. Jetzt komm schon, aber ich hab erst nur angeschlagen, dann können wir spielen. Das Team mal, ich könnte bessere Arbeit leisten, aber es funktioniert ja kein Scheiß, ey. Aber es regt mich alles auch gerade. Also, das sieht so gut an. Das wird echt eine Chance da. So. Also, das muss man echt durchziehen, wenn wir noch vielleicht aufsteigen wollen oder sonst was. Wo es, wie ich finde, mit dem Kader echt noch zu früh ist, irgendwas irgendwie an Aufstieg zu denken oder sonst was. Das ist echt noch zu früh. Okay. Woche, Telegram, Server, Spielerstreit. Mein Gott, ey, sind wir im Kindergarten oder was? Aber okay. So. Sensationell.
klar, Junge, da musst du doch mal deine Chance nutzen, Klose. Sachen in Sachen Auswechsel und Taktik mache ich jetzt gar nichts mehr. Okay, ich bin quasi jetzt